Herzlichst willkommen zum Pickwick, Tag Nummer 6. Heute wird geladen und das begleitet von einem asozialen Einkauf, einem TÜV-Check, einer schlitzigen RER 20 Gym-Einheit, zahlreichen Formchecks und natürlich ein paar Liegestütze. Wir starten direkt mit meiner Morgenroutine. Nebenbei bereite ich eine massive Schüssel Brennnesseltee vor, um überschüssiges Wasser aus meinem System zu vertreiben. Sogar die Teebeutel werden penibelst abgewogen, ganze 18 Gramm. Dann ein Kaffee, den ich leider verschüttet habe, aber jetzt hat der Boden meine Hautfarbe. Ist auch was. Nach dem Kaffee tat sich leider nicht viel im Darm, also nutzte ich die Zeit, um ein paar Carbs zu tanken. Eine Schüssel Reiskrispis mit Reismilch stand auf dem Speiseplan. So habe ich noch ein Gramm Salz reingepackt, um den Blutdruck zu stimulieren. Schließlich ist in den Lademahlzeiten kaum Salz vorhanden. Nach der Prise Salz kam endlich Bewegung in den Darm und der Obama hat es ins Weiße Haus geschafft. Danach folgte ein kleiner App-Check im Badezimmerspiegel, dieses Mal nicht splitternackt, dafür gefühlt etwas aufgebläht und wässrig, aber dafür etwas praller. Auf der Waage zeigte sich ein Gewicht von 77,8 Kilo, also über 2 Kilo mehr als gestern. Aber keine Sorge, das sind alles Muckis. Spaß beiseite, Carbs binden Wasser und ich lade ja meine Glykogenspeicher auf, also nichts Tragisches. Um die Carbs in die richtige Richtung zu lenken, gibt es ein paar Liegeschlitz mit anschließender Resistance Band Action. Diese Bänder hatte ich eigentlich nie in Verwendung. Das letzte Mal war wohl während meiner Fitnesstrainerausbildung. Das ist ja schon Jahre Schnee her, ne? Und hier schaffe ich es sogar, den Lat zu aktivieren. Meine größte Schwäche. Aber leider wächst er nicht mit solchen Bändern. Schade. Im nächsten Aufbau muss der Rücken wachsen. Wachsen wie Unkraut, sonst setzt es etwas. Es muss so richtige Schatten setzen, sonst bin ich nicht zufrieden. Aber da schon her, ein bisschen Christmas Tea kommt raus. Also ein bisschen Latte ist ja da, aber ja, nicht viel. Dann folgt ein etwas enttäuschender Schlitzformationsform-Check. Durch die Wassereinlagerungen und trotz leichten Pump wirkte ich 3% Körperfett mehr als gestern. Lustigerweise fühle ich mich praller, die Haut spannt, nur der Look ist einfach nur, ja, scheiße halt. Danach gab es wieder mal eine Überraschung, und zwar ein paar Carbs in Form von Rice Krispies, Rice Milk und Honig. Zusätzlich habe ich ein paar Rice Krispies für den Rest des Tages vorbereitet und auch den grünen Tee mitgenommen, den ich vorhin abgekocht habe. Dann ging es wie jeden Tag nur mit ein paar Carbs auf dem Beifahrersitz zur Volksschule, um meine Tochter abzuholen. Der einzige Unterschied danach ging es zu meinen Eltern, die sich die nächsten 3 Tage um die Kinder kümmern, damit Arabella und ich uns auf den letzten Tag der Vorbereitung konzentrieren können. Auch hier wurden Rice Krispies mit Reismilch und Honig vernascht, akribisch abgewogen auf einer anderen Waage. Ich hoffe, die stimmt auch so. Zwischendurch half mir meine kleinere Tochter Anastasia, meine Carbs zu vernaschen, da sie immer wieder herkam und probieren wollte. Daher wurde noch eine Portion Rice Krispies weggeballert und dann ging es auch schon ans Verabschieden von meinen Kindern und von meinen Eltern. Mit dem klimafreundlichen Pferd ging es dann zum Discounter Teddy auf der Suche nach Dingen, die man für den Wettkampf brauchen könnte. Hier gleich ein paar Schlapfen, ein paar wollige Socken, einen schlitzigen Reisbehälter und ein Sieb. Warum auch immer der dazugepackt wurde, aber irgendwie brauche ich den. Einen Fischerhut, aber irgendwie sieht der richtig kacke aus. Meiner ist besser oder einfach nur zu klein. Klein oder mein Kopf ist zu groß. Ein paar gestreifte Socken kamen auch noch dazu, ein Trichter und irgendwie bemerkte ich, dass die Carbs langsam einschießen. Ein Wärmegefühl im Brachialis, das fühlt sich irgendwie so mächtig an. Keine Ahnung, aber ja, es schaut lächerlich aus, aber es fühlt sich mächtig an. Aber why the fuck habe ich Trichter eingepackt? Der ganze Einkauf kostete nur 19 Euro, dazu gab es nochmal 30% Rabatt. Nun geht es nach ein paar Schlücken Brennnesseltee zur Tankstelle, weil das Pferd etwas durstig ist. Und so steckt man den Tankstutzen in die Tanköffnung. Immer darauf achten, dass kein Tropfen daneben geht. Ein richtig nachhaltiger Benzin-Cream Pie. Eine Vignette wurde auch gekauft und hier ein Trick, damit die Kacke nicht ewig oben klebt. Da habe ich so ein kleines Stückchen Papier dazwischen reingeklemmt. Man reißt sie nach dem Ablauf einfach ganz easy wieder runter. Anschließend ging es noch zum DM, wo ich noch ein paar Dinge wie Brennnesseltee, Babyöl, Espresso, Mais und Reiswaffeln gekauft habe. Dann wurden die schlitzigen Griffel desinfiziert, um sie anschließend beim Liegeschlitz auf dem Parkplatz wieder schmutzig zu machen. Schlitzig, schmutzig, Wahnsinn, was für Redewendungen. Auf jeden Fall gab es dann auch ein paar Maiswaffeln. Lustigerweise esse ich die Dinger das erste Mal in meinem Leben. Eigentlich sollte man ja nichts essen, was man während der Prep nicht gegessen hat, aber ich bin wieder mal etwas hohl und riskant. Aber es schmeckt ganz gut. Ich hätte schon fast gesagt, dass es besser als Reiswaffeln schmeckt. Dann ging es ab in die Innenstadt und runter in die Tiefgarage, natürlich mit einem asozialen Quietschen wie ein richtiges Pferd mit einem Finger im Popo. Was rede ich da eigentlich? AMK. Verbunden mit einem kleinen Spaziergang ging es ab zum TÜV, der schon ziemlich fällig war, nur sollte ich heute übermäßige Steps vermeiden, sagt. Ich tue mir echt schwer, unter 10k Steps zu gehen, also seit der Prep ist das richtig krank. So, hier sehen wir einen Schlitz ohne TÜV und jetzt ganz schlitzig mit TÜV. Richtig schlitzig, oder? Was sagt ihr?
Das ging fix und zurück ging's durch die Innenstadt direkt in die Tiefgarage, wo ich einen Schluck Reismilch gemacht habe, bevor ich mit dem Lift ins Gym gefahren bin. Natürlich mit dem Lift, weil wir wollen ja keine Schritte machen. Als erstes habe ich einen kleinen Formcheck im WC gemacht, um den Unterschied später mit Pump zu sehen. Ja, ich weiß, man sollte im WC keine Videos machen, zwecks der Privatsphäre und so weiter, aber da Joey Swole ziemlich out ist, gibt's heute eine schlitzige Ausnahme. Zumindest haben alle, die jetzt reinkommen, die schlitzige Ehre, meine schlitzige Wenigkeit oberkörperfrei zu sehen. Irgendwie weird, aber trotzdem schlitzig ehrenhaft. Nach dem Formcheck ging es dann auch schon direkt auf die Reha-Brustpresse von Tektogym. Ich werde das ganze Training jetzt nicht kommentieren, denn irgendwie ist mir das zu blöd mit diesem Regenbogen-Giga-Chart-T-Shirt und dem Fischerhut. Irgendwie reimt sich das auch. Giga-Chart-T-Shirt mit dem Fischerhut. Bildet eure eigene Meinung über das Trainingsvideo oder überspringt es da unten und geht direkt zum Formcheck im WC mit Pump. Wohl, das ist jetzt auch nicht das Interessanteste, aber das waren die vorherigen Minuten auch nicht. Aber ja, was laber ich da? Ich bin schon ruhig. So, jetzt haben wir fertig trainiert, hier im WC wieder angekommen mit etwas mehr Pump und ich spüre jetzt so richtig, dass die Carbs im System angekommen sind. Nun bin ich ein bisschen praller. Während dem Trainieren wurde mir so richtig heiß, aber irgendwie habe ich nicht geschwitzt. Mir wurde gesagt, dass das normal ist, aber ja, ich habe mich nicht wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, warum und weshalb. Aber irgendwann werde ich das mal herausfinden und euch Bescheid geben. Für die meisten Normalos hat sich jetzt mit Pump auch nichts verändert. Das ist jetzt wirklich nur für das geschulte Gym-Rat-Auge zu sehen. Aber ja, hier habe ich wieder den Christmas Tree provoziert. Es klappt sogar langsam. Na, siehst. Ja, also ich finde, die Form ist definitiv besser geworden. Also praller, wie gesagt. Nichts Besonderes, aber praller. Praller und schlitziger.
So, vorm Check erledigt und ungeduscht und so asozial wie möglich ging's dann raus aus der Tiefgarage Richtung nach Hause. Zu Hause angekommen wurde der Gucci-Einkauf auf dem Tisch geklatscht und bewundert. Dann gab es wieder ein bisschen Brennnesseltee und gleichzeitig wurde eine massive Schüssel Reis aufgesetzt. Ich weiß, ich bin Asiate und ich sollte die Wassermenge mit dem Finger messen können, aber das 1,5-fache der Reismenge in Milliliter ist das Secret. Ich lasse nichts dem Zufall über. Tja, letztendlich habe ich trotzdem meine schlitzigen Finger reingesteckt, um nicht meine asiatischen Wurzeln hängen zu lassen. Hutangina. Nebenbei habe ich auch ein paar leckere Eiklapperlatschinken gebraten und eine Prise Salz darüber gestreut. Als der Reis fertig war, konnte ich es kaum erwarten, in die schlitzigen Eiklapperlatschinken reinzuknabbern und das Ganze wurde mit dem Reis verspeist. Danach gab es noch Brown Rice Puffs mit Honig, die nicht lange existierten. Anschließend kamen noch ein paar Portionen Reis dazu und als Flüssigkeit ein bisschen Brennnesseltee. So, da war ich so richtig, richtig satt. Also da habe ich fast wie ein Sumo-Ringer geplatzt. Mir war so schlecht, dass ich ein paar Schritte gehen wollte, daher bin ich auf die Stepmaschine gegangen. Es ist ja so, dass die Verdauung durch das Spazieren etwas angekurbelt wird und es hat auch tatsächlich sehr gut getan. Anschließend wurden wieder ein paar seltsame Yoga-Moves gemacht und ja, was soll ich dazu sagen? Bildet euch eure eigene Meinung darüber, da gibt es nicht viel zu sagen. Da krümmt sich der Schlitz, da windet sich der Schlitz, da dehnt sich der Schlitz. Super, super toll. Später kam ich drauf, dass ich Idiot vergessen habe, meine morgendlichen Supplements zu nehmen. Daher habe ich sie noch am Abend reingepasst. Zusammen mit etwas Magnus Solf, weil ich das Gefühl hatte, mein Magen verkrampft. Daher wollte ich eine extra Portion Magnesium, um morgen auch zu 100%ig aufs Klo gehen zu können. Eigentlich hatte ich ein sehr schlechtes Gefühl, dass das funktionieren wird, denn in weniger als 10 Stunden musste ich in Linz auf der Waage stehen. Recht unwahrscheinlich, dass die ganzen gegessenen Güter morgen wieder draußen sind, aber bleiben wir gespannt. Zu guter Letzt wurden noch ein paar Reiswaffeln mit Honig portioniert und verzehrt. Nun ist es 1.22 Uhr morgens und vor dem Schlafen wiegen wir uns noch einmal ab und ja, wie zu erwarten war, wog ich 79,4 Kilo, über 2 Kilo mehr als das, was ich in 8 Stunden wiegen darf und 4 Kilo mehr als vor 2 Tagen. Super toll, haha. Ein bisschen Bange hatte ich tatsächlich in dem Moment, aber ja, so sah die Form aus nach dem Wiegen. Man merkt, ich bin aufgebläht und wässrig, aber ja, das Ziel ist ja leicht overspeed zu sein, um dann ja schließlich am Folgetag fertig zu sein. Nun ja, hier verabschiede ich mich nun und beende den Peakweek-Tag Nummer 6 mit meinem streifigen Busen. Danke fürs Zusehen und gerne abonnieren, wenn ihr die morgige Einwaage nicht verpassen wollt. Bleibt schlitzig. Als transparenter Schlitz verheimliche ich natürlich nicht, dass ich noch mehr Nakile durchgezogen habe und die Schlitzformation brav geguckt habe. Ich hoffe, ihr macht das auch. Bleibt schlitzig, Leute. Peng, peng.